Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe, erinnert uns die Lektion Nummer 99. Erlösung und Vergebung sind dasselbe. Beide setzen voraus, dass etwas falsch gelaufen ist, etwas, von dem man erlöst oder das vergeben werden muss. Etwas Verkehrtes, etwas, das losgelöst oder verschieden ist vom Willen Gottes. So setzen beide Begriffe etwas voraus, das unmöglich und doch geschehen ist, was einem Zustand des Konflikts zur Folge hat, der zwischen dem gesehen wird, was ist, und dem, was nie sein könnte. Wenn du dich im Zustand der Liebe befindest, gibt es da Angst? Kannst du da in Angst sein? Kann Angst irgendwie deinen Geist verdunkeln? Wenn du in Liebe bist, bist du in Liebe. Und Angst, das heißt die Illusion, hat keinen Zutritt in deinen Geist. Und wenn du in Angst bist, kannst du nicht in Liebe sein. Liebe scheint weit entfernt und wahr zu sein. Wir können eine Illusion, Angst, wahr machen. Wir können es für wahr halten und wir beginnen es sogar zu verteidigen. Wir sagen, hier habe ich allen Grund zur Angst. Hier ist die Angst gerechtfertigt. Wir rechtfertigen unsere Angst, um an Illusionen festzuhalten. Und solange wir natürlich die Angst rechtfertigen, im naiven Glauben, dass sie irgendeine Realität hat, solange ist sie für uns wirklich. Und deshalb erlösen wir, deshalb üben wir heute diese Lektion Erlösung, das heißt Vergebung, ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Und es ist leicht zu bemerken, hey, ich bin hier in Angst und ich kann einfach nur den folgenden Satz hinzufügen, hey, aber Erlösung ist doch meine einzigste Funktion, die ich hier habe. Und schon lasse ich erlösende Gedanken in dieser Situation in mir wirksam werden. Wie gesagt, wer in Liebe ist, kann nicht in Angst sein. Und wer in Angst ist, hat etwas zu tun. Also Angst will niemand. Manche haben sich schon so sehr daran gewöhnt, dass sie gar nicht wissen, was der Zustand der Liebe ist. Manche haben sich schon so sehr daran gewöhnt, dass sie nicht mehr, dass dies normal ist, in Angst zu sein. Es ist nicht normal. Liebe ist dein natürlicher Zustand. Und in der Liebe gelingt dir alles. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du, oder vielleicht befindest du dich jetzt gerade darin, du bist einfach nur in Liebe. Da gibt es niemanden, den du draußen kritisierst. Da gibt es nichts, was dich in irgendeiner Form bedrohen kann. Da gibt es überhaupt nichts, was Probleme bereiten kann. Und jeder von uns kennt diese Augenblicke. Und diese Augenblicke können wir ausdehnen bis in alle Ewigkeit. Denn wir sind Liebe. Wer in Liebe ist, ist glücklich. Und Gott will, dass du glücklich bist. Wer in Angst ist, glaubt an seine eigenen Illusionen und macht das Unmögliche möglich. Wahrheit und Illusion sind jetzt beide gleich, denn beide sind geschehen. Das Unmögliche wird zu dem, wofür du Vergebung und woraus du Erlösung brauchst. So wird Erlösung jetzt zum Grenzland zwischen der Wahrheit und der Illusion. Sie spiegelt Wahrheit, denn sie ist das Mittel, mit dessen Hilfe
du der Illusion entrinnen kannst. Sie ist jedoch nicht die Wahrheit, weil sie aufhebt, was nie getan ward. Es wird aufgehoben, was in Wahrheit nie geschehen konnte. Angst ist Illusion. Und ich frage dich jetzt an dieser Stelle, wie lange soll Illusion, wie lange willst du noch an Illusionen glauben? Wie lange sollen dich Illusionen noch beherrschen? Und kannst du sehen, wie oft du Angst verbreitest, beziehungsweise wie oft du dich mit Angst identifizierst? Jede trennende Botschaft, die wir geben, ist eine Botschaft der Angst. Immer wenn wir andere als getrennt von uns sehen, versetzen wir uns in Angst. Immer wenn wir in der Welt jemand als schuldig befinden, versetzen wir uns in Angst. Immer wenn wir über andere urteilen, versetzen wir uns in Angst. Wir machen Illusionen wahr. Wir schicken die Botschafter der Angst aus und sie kommen mit der Botschaft der Angst zurück. Dem Resonanzgesetz gemäß muss Angst auf Angst folgen und niemals etwas anderes. Wie könnte es denn überhaupt eine Stätte der Begegnung geben, wo Erde und Himmel versöhnt werden können in einem Geist, in welchem beide existieren? Der Geist der Illusion sieht, hält sie für wirklich. Der Geist der Illusionen sieht, hält sie für wirklich. Sie existieren insofern, als sie Gedanken sind. Und doch sind sie nicht wirklich, weil der Geist, der diese Gedanken denkt, von Gott getrennt ist. Es ist ein getrennter kleiner Teil in uns, der sich einbildet, von Gott getrennt zu sein. Und solange wir uns auf diese Einbildung berufen, solange müssen wir in Angst sein. Und Angst ist kein natürlicher Zustand. Wunder ist dein natürlicher Geisteszustand. Und den gilt es wiederherzustellen. Was verbindet den getrennten Geist und die getrennten Gedanken mit dem Geist und dem Gedanken, der auf ewig eins sind? Welcher Plan könnte die Wahrheit unversehrt erhalten und dennoch die Bedürfnisse erkennen, die Illusionen mit sich bringen und dann ein Mittel bieten, wodurch sie ohne Angriff und ohne einen Hauch von Schmerz aufgehoben werden? Was, wenn nicht ein Gedanke Gottes, könnte dieser Plan sein, wodurch das nie Getane übersehen wird und Sünden, die nie wirklich waren, vergessen werden? Wenn hier von Sünden gesprochen wird, wird hier einfach nur von Denkfehlern gesprochen. Denkfehlern, die nie wirklich waren und vergessen werden. Was ist eine Illusion? Was passiert, wenn wir an Illusionen glauben? Es ist wie dein nächtlicher Traum, den du hast in deinem Schlaf. Nichts davon ist wahr. Und derjenige, der im Bett liegt und träumt, ist davon nicht betroffen. Aber in seinem Geist kann er dies wahrmachen.
Du kannst in einem Traum im Flugzeug fliegen, mit deinem Geliebten ein paar schöne Stunden erleben. Du kannst in einem Auto fahren und einen Unfall bauen. Du kannst einen Vulkanausbruch erleben und du kannst auch Corona erleben. In einem Traum. Aber derjenige, der träumt, ist davon unbetroffen und du bist der Träumer. All dessen, die ganzen Szenarien und das Flugzeug wie das Auto und der Coronavirus und die romantische Stunde mit deinem Partner fühlt sich alles echt an. Du hast eine Traumfigur erschaffen mit vielen Teilnehmern und mit einem Vulkanausbruch, der sich sehr real anfühlt. Und wenn du erwachst, merkst du, an diesem Traum ist nichts wahr. Es ist nichts geschehen. Gar nichts. Aber in der Zeit können wir diesen Traum über Jahrtausende ausdehnen. Immer wieder wahr machen. Immer wieder wirklich machen. Durch unsere Urteile. Und durch unser Bedürfnis, den Traum wahrhaben zu wollen, denn der gibt uns ein Selbstgefühl, das natürlich ständig täuscht. Und es gibt einen Plan in dir. Es gibt einen heiligen Plan, der dich zielgewiss aus diesem Traum herausführt in dein Erwachen, in die Erlösung. Der Heilige Geist bewahrt diesen Plan Gottes genauso, wie er von ihm empfangen ward, im Geiste Gottes und in deinem eigenen. Er liegt insofern außerhalb der Zeit, als seine Quelle zeitlos ist und dennoch wird er wirksam in der Zeit, weil du die Zeit für dich wirklich hältst. Unerschüttert schaut der Heilige Geist auf das, was du siehst, auf Sünde, Schmerz, Tod, Gram, Trennung, Verlust, Krankheit, Leiden. Er weiß, dass eines weiter wahr sein muss. Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Wir bekommen hier eine Aussage, die oft vernachlässigt wird. Der Heilige Geist wirkt auch in der Zeit. Also der Heilige Geist wirkt in deinem Traum. Wir sind in unserem, wir gehen nochmal zum nächtlichen Traum, wir sind in unserem Traum nicht alleine. Hier ist uns eine Hilfe gegeben worden. Wenn wir diese Hilfe nicht hätten, würden wir ewig weiter träumen. Es wurde uns eine Hilfe gegeben, aber wir können diese Hilfe erst sehen, fühlen, wahrnehmen, wenn wir uns auf diese Hilfe berufen. Solange wir darauf beharren, wir sind hier alleine, ein getrennter Körper, der irgendetwas Besonderes erlebt, heute so, morgen so, mal verliebt, mal ein bisschen glücklich, mal sehr glücklich, mal traurig. Solange wir auf das beharren, kann diese Hilfe uns nicht in die Erlösung führen. Nutzen wir den Heiligen Geist, nutzen wir das Licht, um den dunklen Traum zu erhellen. Dies ist der Gedanke, der die Illusion der Wahrheit überbringt und sie als Erscheinung sieht, hinter denen das für Unveränderbare und das Sichere liegen.
Das ist der Gedanke, der erlöst und vergibt, weil er dem keinen Glauben schenkt, was nicht aus der einzigen Quelle, die er erkennt, erschaffen ist. Dies ist der Gedanke, dessen Funktion Erlösung ist, indem er dir seine Funktion als deine eigene überträgt. Erlösung ist deine Funktion, zusammen mit dem einen, dem der Plan gegeben wurde. Jetzt ist der Plan dir anvertraut und ihm zugleich. Er hat nur eine Antwort auf Erscheinungen ohne Ansehen ihrer Form, Größe, Tiefe oder anderer scheinbarer Eigenschaften. Erlösung ist die Funktion, die ich hier habe. Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Denke mal an irgendein, wir sind eingeladen, alles, allem, was wir heute erfahren, diese Antwort zu geben. Und denke mal an irgendeine Situation, die dich belastet. Sei es eine Krankheit, sei es ein Beziehungskonflikt, sei es eine finanzielle Situation oder eine berufliche Situation. Es spielt keine Rolle. Denke mal daran. Und jetzt sprich mir im Geiste folgende Worte nach. Erlösung ist die einzige Funktion, die ich hier habe. Gott ist Liebe weiterhin und dies ist nicht sein Wille. Und vielleicht kannst du jetzt schon eine Erleichterung in dieser Situation verspüren. Und wenn du eine Erleichterung verspürst, wisse, dass die Erlösung, das heißt die Vergebung, jetzt in dir wirkt. Das heißt, dass das Licht Gottes jetzt in dir wirkt. So einfach geht das, aber wir erfahren dies nur, natürlich, in der Anwendung. Du, der du noch Wunder wirken wirst, achte darauf, dass du dich gut im heutigen Gedanken übst. Versuche die Stärke in dem zu sehen, was du sagst, denn dies sind Worte, in denen deine Freiheit liegt. Dein Vater liebt dich. Die ganze Welt des Schmerzes ist nicht sein Wille. Vergib dir den Gedanken, er habe dies für dich gewollt. Lass dann jenen Gedanken, durch den er alle deine Fehler ersetzt hat, in die verdüsterten Winkel deines Geistes dringen, der die Gedanken dachte, die nie sein Wille waren. Du, der du noch Wunder wirken wirst, übe diese Gedanken gut. Du, der du noch Wunder wirken wirst, übe dich darin, was dich glücklich macht. Du, der du noch Wunder wirken wirst, lasse das Licht in deinem Geist, damit du das Wunder in allem sehen kannst. Wunder sind völlig natürlich. Wenn sie nicht geschehen, ist etwas schiefgelaufen. Und es wird uns gesagt, dass wir immer noch eins sind mit der Quelle. Die Quelle kann den Fluss nicht verlassen. Aber wir können uns einbilden, von der Quelle getrennt zu sein. Übe diesen Gedanken gut, dass Erlösung die einzige Funktion ist, die du hier hast. Und dass Gott Liebe
ist und all die Schatten, all der Schmerz, all das Leiden, all die Krankheit, all die Sorgen nicht sein Wille ist.